Schön, dass Sie da sind. Die Kühle des Hörsaals macht es ja dann vielleicht doch soweit worthwhile. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der, so hoffe ich, einige von den Loose Ends, die wir schon so aufgemacht haben im Verlauf dieser Ringvorlesung, zusammenführen kann. Professor Thomas Knaus ist, wie er gerade gesagt hat, auch Ingenieur. Das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gefunden in dem Lebenslauf, aber ich muss auch gestehen, ich habe natürlich etwas quer gelesen. Was ich gelesen habe, ist, dass er Erziehungs- und Bildungswissenschaftler, Pädagoge ist. Er hat in der Jugendarbeit gearbeitet, was ich total spannend finde. Sie haben sozusagen das gesamte Spektrum wahrscheinlich gesehen, also der Jugendlichen im Sinne auch ohne Schulabschluss und jetzt bis hin zu den Hörsälen. Letzte Woche hatten wir Alec Alpha da, da kam also auch schon mal dieses Thema, wie gehen wir denn jetzt mit der KI um und Thema ethische Verwendung. Wir hatten letzten Montag hier eine Panel-Diskussion zum Thema ChatGPT in der Lehre. Und ich vermute und hoffe, dass das so ein bisschen heute bei Ihnen in die Richtung gehen wird. Ihr Geburtsdatum habe ich auch nicht gefunden. Ich vermute aber, dass wir ungefähr derselbe Jahrgang sind. Ich habe aber noch nicht so viele Professuren gehabt wie Sie. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Also Frankfurt, Wien, Nürnberg, Erlangen. Jetzt habe ich bestimmt eine vergessen. Aber jetzt Ludwigsburg. Also auch da schon sehr viel gesehen. Und ich denke auch sehr viele unterschiedliche Studierende gesehen. Und insofern freue ich mich sehr auf Ihren heutigen Vortrag. Und ich glaube, wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte, die wir entweder hoffentlich schon aus Ihren Reflexionen der bisherigen Vorträge mitgebracht haben, beziehungsweise die Sie sicherlich auch noch setzen können. Und ich hatte gerade schon gesagt, also Professor Knaus ist schon das zweite Mal da, das erste Mal war vor meiner Zeit, aber als ich zusammen mit der Lisa Kurz diese Ringvorlesung konzipiert habe, da hat sie gesagt, also wenn das Thema Kollegin KI ist im Wintersemester, dann ist ein Name schon mal ganz klar und das ist Thomas Knaus. Und ich gebe immer gerne so ein paar Vorschusslorbeeren, no pressure, aber ich freue mich sehr auf den Vortrag. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für den netten Vortrag. Ich hätte noch stundenlang zugehört. Ja, da müssen Sie in meine Vorlesung kommen. Ja, sehr, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Es geht um KI in Schule und Hochschule. Frau Hölzler hat es gerade schon gesagt. Und Sie haben im Rahmen dieser Vorlesungsreihe bestimmt so aus den unterschiedlichen Perspektiven schon auf KI und KI-Systeme geschaut. Heute, und das ist insofern besonders, glaube ich, habe ich in der Übersicht gesehen, der Vorlesungssitzung, heute geht es um das Bildungssystem. Also heute steht das Bildungssystem, heute steht die Schule und die Hochschule im Vordergrund. Also konkreter, wir werfen einen Blick in die Schule und die Hochschule und diskutieren die Frage, was KI-Systeme für die Schule bedeuten, welche Relevanz sie für uns, also hier zum Beispiel auch an der Hochschule haben, und insgesamt auch für das Bildungssystem. Und dafür habe ich diesen Titel gewählt, KI in Schule und Hochschule, Impulse aus bildungstheoretischer Perspektive. Und damit wage ich mich an zwei echt große Begriffe, zu denen man eigentlich eine gesamte Vorlesungsreihe machen könnte, ja eigentlich ein komplettes Studium dazu. Also Bildung auf der einen Seite, künstliche Intelligenz, KI auf der anderen Seite. Das heißt also, das, was wir hier können in dieser Stunde, anderthalb Stunden maximal, ist, dass wir so eine Weitwinkelperspektive einnehmen können und versuchen, so einen Performance-Schritt durch die Bedeutung von KI für Gesellschaft, für uns als Individuen und natürlich dann einen weiteren Schritt für das Bildungssystem. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, wenn ich von Bildung im Kontext von KI spreche, nämlich dann ist die Frage, wie verändert eigentlich KI unsere Gesellschaft, unseren Umgang mit Wissen zum Beispiel, unsere Kommunikation, Kollaboration und was bedeutet das für uns, für Gesellschaft und eben dann für das Bildungssystem. Und dabei muss ich Acht geben, dass ich nicht zu sehr in die Tiefe komme, weil wenn Sie mir das Stichwort Bildung geben, als Bildungswissenschaftler, als Erziehungswissenschaftler, wir erzählen dann ewig darüber. Also ich werde versuchen, an der Oberfläche zu bleiben, aber trotzdem so eine gewisse Arbeitshypothese zu finden, dass wir trotzdem sozusagen die Verknüpfungen herstellen können, die wir brauchen,
wenn es um Bildungsfragen geht. Was das entsprechend bedeutet, Stichworte Erziehung, Sozialisation, alles Stichworte, die Sie bestimmt auch schon mal gehört haben. Und ganz ähnlich ist das in Bezug ja auch auf KI, künstliche Intelligenz selbst. Wenn wir über KI sprechen würden, dann würde auch die Stunde oder die anderthalb Stunden, die wir haben, nicht reichen. Das heißt, auch da muss ich mich ein bisschen begrenzen. Und zwar auf die textgenerierenden, bildgenerierenden Tools, die wir ganz selbstverständlich nutzen und die jetzt in der letzten Zeit, also gerade eben durch ChatGPT, durch OpenAI, die das entsprechend sehr publikumswirksam gelauncht haben, in ihrer öffentlichen Forschungsschau, wie sie es genannt haben, und damit die öffentlichen Diskussionen bestimmt haben. Das heißt also darauf, wenn ich von KI spreche, heute und hier, dann meine ich damit im Wesentlichen einerseits Text- und bildgenerierende Systeme und andererseits eben auch Dialogsysteme, also sogenannte Bots, sogenannte Chatbots. Also diese beiden Funktionen, wenn es um KI geht, eben nicht neuronale Netze und ganz vieles, was da eben damit dranhängt und was Sie wahrscheinlich auch schon in anderen Vorlesungen, in anderen Kontexten auch schon behandelt haben. Kurz noch zu mir. Frau Hölzer hat es schon gesagt, also ich habe in Ludwigsburg die Professur Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Medienpädagogik und habe noch in Frankfurt eine weitere Professur für Bildungsinformatik, leitet dort das Technologiezentrum Medien. Und wenn Sie so meine in dieser visualisierten Form meine fachlichen Kontexte sich anschauen, dann sehen Sie, dass ich einerseits sowohl aus der pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Perspektive, andererseits aber auch aus so einer technisch-informatischen Perspektive auf Bildungssystem, konkret Schule und Hochschule schaue. Und da ich mich schon länger eben mit dieser Schnittstelle beschäftige, ging es mir jetzt wahrscheinlich vielen von Ihnen auch in der letzten Zeit, als ChatGPT bekannt wurde, in der öffentlichen Diskussion ankam, nicht mit der Frage konfrontiert wurde, ist doch unglaublich, was diese KI, was da möglich ist heute, und das ist ja alles ganz neu und unglaublich, was das für eine Revolution sei. Ja? Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, ich sehe da eher eine Evolution als eine Revolution. Denn wenn man mal so zurückschaut, dann blicken wir auf eine Geschichte von über 60 Jahren KI-Forschung zurück. Da war ich natürlich nicht ganz von Anfang an dabei, so alt bin ich nicht. Aber wenn man jetzt gerade auch textgenerierende Systeme sich anschaut, wie ChatGPT, dann so richtig neu ist das nämlich auch nicht. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, die Älteren, vielleicht noch an einen Teil, den Bot von Microsoft. Das war ein Chatbot, der im Wesentlichen Twitter, sein Unwesen, trieb, tatsächlich Unwesen. Denn was Microsoft damals nicht gemacht hat, was OpenAI tatsächlich sehr anders gemacht hat, nämlich dass sie dieses Large Language Model, was sich dahinter verbindet, in dieser App, nicht begrenzt haben, sondern sie haben es offen gelassen. Das heißt also, Tai hat aus dem Netz gelernt. Und das führte leider dazu, das sagt jetzt auch einiges über Social Media und das Netz und unsere Umgangsformen darin, nämlich Tai musste relativ schnell vom Netz genommen werden. Sie kennen sicher alle die Geschichte, weil sie relativ schnell sexistisch und rassistisch wurde. Und das war natürlich nicht fein, und da hat Microsoft natürlich auch geschäftsschädigend, dann hat Microsoft diesen Chatbot relativ schnell wieder vom Netz genommen. Wenn man aber jetzt mal anschaut, dass wir es eigentlich mit einer nicht ganz so neuen Technik zu tun haben, nur eine Firma, OpenAI, die es jetzt richtig gemacht hat und wirklich überzeugend auch entsprechend vermarktet hat, gleich mehr dazu. Da verwundert einen so zumindest so die Stimmen in der Öffentlichkeit gerade, die zum Beispiel ein KI-Moratorium fordern. Denn ganz so neu ist weder die Technik noch das Nachdenken über die gesellschaftlichen Folgen. Es gibt zum Beispiel in der Informatik, das wissen wir auch bestimmt, im Bereich der Sozioinformatik, die sich genau auch mit solchen Fragen beschäftigen.
Zunächst einmal muss man aber sagen, hat OpenAI mit seiner öffentlichen Forschungsschau für einige Aufregung gesorgt. Also der Grund, dass ich heute jetzt hier stehe und Ihnen etwas über KI im Bildungswesen erzählen darf, hat garantiert auch etwas damit zu tun. Vermutlich würde ich sonst über etwas anderes erzählen. Und streng genommen, nur mal, um das sozusagen analytisch noch mal zu trennen, weil das geht häufig ineinander über, nochmal zu trennen. Insofern, dass nämlich wir es eigentlich mit zwei Funktionen von KI zu tun haben, hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, und zwar einerseits Text- bzw. bildgenerierende KI, also künstlichen Intelligenz, die selbst Texte bzw. Bilder erzeugen kann, und eben mit der Funktion eines Dialogsystems. Das streng genommen muss man das trennen, obwohl sogar ChatGPT jetzt in diesem Beispiel zusammengedacht wurde. Und ich glaube, tatsächlich muss man zu den Tools, wie ich sie jetzt hier zeige, hier jetzt gerade in dieser Runde wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Wir haben in den vorangegangenen Sitzungen bestimmt ganz, ganz viel dazu auch schon gehört und sich angeschaut und wahrscheinlich auch selbst schon probiert. Ich habe direkt mal probiert, als ich die Anfrage bekommen habe für diesen Vortrag hier, ob ich diesen Vortrag einfach von ChatGPT schreiben lasse. Das Ergebnis sehen Sie hier oben. Und Sie merken, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil es zu langweilig gewesen wäre, was mir ChatGPT geschrieben hat. Und das sagt schon auch viel darüber, was wir von textgenerierenden Systemen erwarten dürfen. Nämlich im Wesentlichen keine Produktion, weniger Kreatives, sondern im Wesentlichen eine Reproduktion. Streng genommen eine Reproduktion, aber vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Trotzdem ist es interessant, damit ein bisschen rumzuspielen und damit sozusagen auch ein bisschen so die ersten Erfahrungen zu sammeln, Text generieren, der KI haben es bestimmt auch alle probiert. Dieses Dialogsystem macht auch Spaß. Ja? Ich habe das letztens mit meinem Neffen auch probiert, beim Hausaufgaben machen, aber dazu komme ich auch gleich noch. Wir haben zum Beispiel auch, um diese Präsentation zu machen, das ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, das eine oder andere Bild mit Midjourney erstellt. Konkreter Dank da an meine Doktorandin Jennifer Schmidt, die da die Ideen für die Bilder hatte und für die Prompts. Und die Bilder sehen Sie gleich. Das ist allerdings ein Bild, das auch durch die Öffentlichkeit, durch die Diskussion ging, das kennen Sie bestimmt auch, das ist der Papst im Daumenmantel. Ich finde ja, er kann es tragen. Ja. Aber gut, und dann gibt es noch viel mehr, vielleicht haben Sie auch letztens gehört, letzte Woche oder vorletzte Woche war es, hat Meta eine kostenlose, frei zugängliche KI veröffentlicht, mit der man auch Musik generieren kann. Auch eine schöne Sache, mit der man noch ein bisschen weiter spielen kann. Das Gute muss man dann nochmal sagen, wenn es um die Diskussion um das Bildungssystem oder auch um die gesellschaftliche Bedeutung von KI geht, da ist erstmal, dass diese öffentliche Forschungsschau von OpenAI eine Öffentlichkeit gebracht hat für dieses Thema. Also die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger an diesem Thema arbeiten und sich gewundert haben, warum interessiert sich niemand so richtig für unsere Themen, die freuen sich jetzt gerade, dass es tatsächlich eine stärkere Nachfrage genau nach diesen Themen gibt. Und das ist ein Verdienst definitiv von OpenAI, aber natürlich ging es OpenAI, das übrigens, das hört sich so offen an, das wissen wir wahrscheinlich, es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die für ihre Forschung wird ja nicht nur an Hochschulen betrieben, an Universitäten oder auch an Zentren, sondern natürlich auch in Unternehmen, die für ihre Forschung schon 10 Milliarden US-Dollar bekommen haben. Das war nämlich das wahre Interesse dahinter. Das heißt, dass Microsoft hat in OpenAI investiert und das war natürlich das wahre Interesse dieser öffentlichen Forschungsschau. Das Positive dabei ist aber, dass wir alle über diese Themen reden und dass wir jetzt entsprechend heute hier sind und die Möglichkeit haben, über KI in Schule und Hochschule nachzudenken. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Und das wird, glaube ich, im Laufe des kleinen Vortrags und dann vor allem auch im Laufe unseres Austauschs dann klar, warum wir das so wichtig.
Wozu ich aber jetzt gerade speziell in diesem Kreis bestimmt nichts mehr sagen muss, ist über die grundsätzliche Funktionalität von KI-Systemen oder auch jetzt in diesem Fall speziell von textgenerierenden Systemen. Denn ich würde mal davon ausgehen, dass es in den vorangegangenen Sitzungen bestimmt thematisiert wurde. Vielleicht kurz nur so viel. Es handelt sich um sogenannte Large Language Models. Das heißt also, es ist ein großer Datenbestand, jetzt in diesem Fall textgenerierender KI, großer Textbestand, auf den die KI zurückgreifen kann und etwas so vergleichbar vielleicht mit Clusteranalysen. Mittels Clusteranalysen kann die KI aus diesen umfänglichen Texten entsprechend das generieren, was uns so fasziniert, nämlich Antworten, die so klingen, als ob sie ein Mensch geschrieben hätte oder auch wirklich mehr oder weniger sinnvolle Texte. Und das steht im Feld, das kennen Sie aus dem Big Data-Kontext insgesamt, das steht im Feld natürlich mit der Qualität der Texte, die da ausgewählt wurden. Und was hier in diesem Fall bei ChatGPT einfach sehr konsequent gemacht wurde, das ist, dass diese Texte sehr handverlesen ausgewählt wurden, dass vieles von dem, was man nicht haben wollte, entsprechend getilgt wurde. Damit eben diese Forschungsschau funktioniert, mit der Idee, das hatte ich vorhin schon gesagt, eben im Wesentlichen Mittel für das Unternehmen, für die eigene Forschung zu bekommen. Das nur mal so kurz zu der Funktionalität. Wenn Sie ein bisschen mehr dazu erfahren wollen, zu der Funktionalität oder vielleicht das eine oder andere heute ein bisschen schnell geht, hier finden Sie, das sind vier Videos, die ich veröffentlicht habe in meinem YouTube-Channel unter der Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Und tatsächlich sitze ich da, also schauen Sie mal rein, das ist lustig, tatsächlich sitze ich da in dem Schaukelstuhl meines Uropas. Der knarzt und quietscht ein wenig, und ich hoffe sehr, dass er bis zur letzten Folge durchhält, und erzähle so ein bisschen, das nicht ganz so ernst, deswegen eben auch im Schaukelstuhl, sondern hier mit der Idee, das möglichst die Dinge so zu erklären, dass man sie gut verstehen kann, dass man sie gut nachvollziehen kann. Also nicht, wie man es im Schreibtisch erzählen würde, sondern, oder vielleicht hier im Vorlesungssaal, sondern eben im Schaukelstuhl, ein bisschen gemütlich. Und wer dazu noch ein bisschen mehr wissen möchte zur Funktionalität und auch zur Bedeutung des Bildungssystems, das noch ein bisschen ausführlicher, schauen Sie gerne rein. Denn heute, Funktionalität, Haken dran, heute geht es ja um die bildungstheoretische Perspektive. Also die Frage, welche Bedeutung hat KI, konkret Texte, bildgenerierte KI für Schule und Hochschule. Und da ist zunächst mal die Herausforderung zu klären, was heißt überhaupt Bildung? Und das ist tatsächlich eine gefährliche Frage an einen Erziehungswissenschaftler oder an einen Bildungswissenschaftler, weil wir erzählen da ganz schnell sehr lang. Aber ich versuche es mal mit einer Arbeitshypothese. Und zwar dieser. Bildung ist ein dynamischer Prozess, der reflexive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt beschreibt. Kann man nochmal sagen lassen, es geht also bei Bildung ganz generell, wie gesagt, da könnte man viel zu sagen, aber das sozusagen als Arbeitshypothese für hier und heute, um die reflexive Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Umwelt. Wobei mit Umwelt, also konkret der materiellen und der sozialen Umwelt, verstehen wir alle gesellschaftlichen und kulturellen Vollzüge. Das heißt also, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung kann nie unabhängig von Umwelt, von Gesellschaft, von Kultur gedacht werden. Und wenn Sie sich mit Sozialisationstheorien, mit Theorien der Persönlichkeitsentwicklung oder auch Theorien der Gesellschaftstheorien beschäftigt haben, dann wissen Sie das, selbst wenn Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben, dann wissen Sie alle oder zumindest haben Sie so einen Eindruck, so ein Fingerspitzengefühl, und wir erfahren es ja eigentlich jeden Tag aufs Neue, dann
wissen wir, dass eben die Gesellschaft immer Individuen prägt. Das heißt also, wenn wir Teil dieser Gesellschaft sein wollen, dann lassen wir uns beeinflussen von dieser Gesellschaft, wie andere Menschen mit uns umgehen, wie wir beispielsweise, wie wir arbeiten, wie wir üblicherweise, ja, was wir üblicherweise machen. Und andersrum ist es natürlich genauso, das heißt, jedes Individuum prägt natürlich für sich auch ein wenig diese Gesellschaft, unsere Kultur mit. Und dieses Wechselspiel meint die Sozialisation. Also diese gegenseitige Beeinflussung von Gesellschaft, von Individuum als Sozialisation, beziehungsweise jetzt in diesem Fall unsere Arbeitsthese als unser Bildungsbegriff. Das heißt also, wenn wir aus einer bildungstheoretischen bzw. einer erziehungswissenschaftlichen Sicht auf KI schauen, dann ist stets eine Frage leitend. Wie beeinflusst etwas, in diesem Fall jetzt KI, unsere Gesellschaften und Kulturen? Also zum Beispiel unseren Umgang mit Wissen, unsere Kommunikation, unsere Kollaboration, Prozesse von Persönlichkeits- und von Gesellschaftsentwicklung, also eben der Bildungsbegriff. Und was bedeutet das eben für uns persönlich, für Individuen, für die Gesellschaft und für das Bildungssystem? Und um das zu illustrieren, möchte ich mit ein paar visuellen Eindrücken einen kurzen, ja, ich möchte mal sagen, so soziologisch-ethnologischen Blick in unsere Gesellschaft werfen. Und ich habe mich dabei bei den Stichworten für diese Ringvorlesung inspirieren lassen. Das heißt also, ich möchte gerne mal zum Nachdenken anregen über so allzu typische und allzu einfache Annahmen, die gerade die öffentlichen Diskussionen doch immer wieder dominieren. Und passend zu dieser Ringvorlesung habe ich diese Fragen ausgesucht. Im Zuge erster selbstfahrender Fahrzeuge kam nämlich die Frage auf, ob es gefährlich auf unseren Straßen werden könnte, wenn die selbstfahrenden Autos kommen. Und das kann man natürlich nicht unbedingt mit Gewissheit sagen. Ja, das ist von vielen Faktoren abhängig. Aber ich weiß, dass diese Unfälle, wie Sie hier sehen, nicht von Maschinen, sondern von Menschen verursacht wurden. Das heißt, die kriegen das auch nicht. Schauen Sie mal weiter zum Beispiel. Eine Befürchtung, die manchmal im Raum steht, ist diese: wird Chaos herrschen, wenn Maschinen die Macht übernehmen? Machen wir mal einen Reality-Check. Links ist das Bild einer Massenkarambolage auf der A31 bei Münster. Und da ich weiß, dass das Bild von 2011 ist, können wir davon ausgehen, dass es kein selbstfahrendes Auto dabei ist. Und auf der rechten Seite eine vollautomatische Sortieranlage. Und dann gibt es auch noch die auch nicht selten gehörte Behauptung, dass Smartphones zur Individualisierung beitragen, um zur Vereinsamung in der Gesellschaft führen können. Hier habe ich Ihnen ein Bild aus der U-Bahn in Tokio mitgebracht. Und unabhängig natürlich, also die Spitzfindigen von Ihnen haben es bestimmt auch gedacht, man müsste jetzt natürlich genau prüfen, wie die einzelnen Personen das Smartphone nutzen, weil vielleicht chatten sie ja gerade mit ihren Kindern, Großeltern und kommunizieren ganz, ganz aktiv. Aber unabhängig davon ist so eine Entwicklung nicht neu. Hier nämlich ein etwas älteres Bild, das habe ich selbst gemacht, aus der New Yorker Straßenbahn. Und komischerweise habe ich noch nie jemandem sagen können, dass Zeitung lesen einsam macht. Und wenn man mal genauer hinschaut, hier eine der Studienergebnisse der Kim- und Jim-Studien vom MPFS hier in Stuttgart. Denn wenn man mal schaut, wozu Kinder und Jugendliche das Smartphone verwenden, dann ist es häufig Kommunikation mit Gleichaltrigen. Also sind wir relativ weit weg von der Vereinsamung. Schauen wir uns nochmal die Frage an, macht uns Kollegin KI arbeitslos? Denn auch das ist etwas, immer wenn neue Innovationen, neue Technik auf den Markt kommt, besteht die
besteht die Gefahr, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, weil die Technik ihnen die Arbeit abnimmt. Und natürlich bei KI ist das, das ist natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ich bin sicher, dass KI den Arbeitsmarkt verändern wird, so wie es eben die Digitalisierung, die Globalisierung, die Industrialisierung zuvor auch gemacht hat. Und das ist ganz sicher sein wird, dass einige Menschen ihre Jobs verlieren. Andererseits gibt es auch wirklich unglaublich wenig attraktive Jobs. Ja? Also Jobs, die Menschen gar nicht gerne machen, weil sie extrem anstrengend sind, weil sie vielleicht auch gesundheitsschädlich sind oder gefährlich. Also ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht. Den Roadkill-Entferner, den kennt man wahrscheinlich eher in Australien als hier, aber alle anderen Beispiele sind schon realistisch und können künftig von Robotern übernommen werden. Dann frage ich mich, warum noch nicht? Und das Ganze führt mich so zu einer Weitwinkelbetrachtung des KI-Themas. Denn wenn wir so in den historischen Kontext schauen, dann, wie gerade schon gesagt, gab es eigentlich immer Innovationen, die unsere Arbeit verändert haben. Wenn man daran denkt, wie viel Manpower nötig war, um eine Pyramide zu bauen. Oder ich hatte letztens das Glück, Kolleginnen und Kollegen in Rom besuchen zu dürfen und war ganz in der Nähe des Kolosseums auch untergebracht. Es ist wirklich ein faszinierender Bau, wenn man überlegt, dass man das mit Menschenkraft gebaut hat. Heute haben wir Kräne, brauchen natürlich nicht mehr ganz so viele Bauarbeiter. Niemand würde wahrscheinlich sagen, dass das etwas wäre, dass wir uns die gute alte Zeit zurückwünschen, in der Menschen ja, unter überhaupt nicht sinnvollen Bedingungen, überhaupt nicht gesundheitsförderlichen Bedingungen solche schwere Arbeit machen müssen. Das heißt also, auch so eine Dampfmaschine, wie jetzt hier ein Beispiel, erleichterte Menschen die physische Arbeit. Und in dieser Weitwinkelbetrachtung ist KI eigentlich nur ein Tool, ein Werkzeug, das uns die geistige Arbeit erleichtert. Nun ist aber, und ich spitze in den von Ihnen, wir wissen das bestimmt, KI nicht die erste Innovation, die uns die geistige Arbeit erleichtert. Also die Frage in die Runde. Haben Sie Ideen, welche Innovation könnte das gewesen sein? Also gab es schon vorher, vor KI, Innovationen, die uns geistige Arbeit erleichtert haben? Wer hat eine Idee? Taschenrechner, super Punkt, genau. Ja. Gab es noch weitere? Weitere sind die Buchdruck zum Beispiel. Der Buchdruck, ein super Beispiel, ja, genau. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man könnte sagen, der Buchdruck, die Schrift ist streng genommen auch ein Werkzeug, das das Denken des Menschen erleichtert. Konkreter gesagt, das Erinnern. Ja. Also Taschenrechner haben wir Buchdruck, Schrift, ja. Die Kanalisierung durch E-Mail, also dass man Posteingänge aufteilen kann, das ist, glaube ich, aber auch schon vorher erfunden worden durch einzelne Sender, also im Fernsehen. Ja, man könnte es, also durchaus, ja, man könnte es sogar noch allgemeiner sehen, einfach sozusagen im Zettelkasten, ist ja im Prinzip konzeptionell das, was dahinter steht, ne, was Sie meinen. Ja? Gibt es weitere Beispiele? Ich habe Ihnen hier mal ein paar mitgebracht und visualisiert. Da sind natürlich auch Suchmaschinen dabei. Was eine unglaubliche Erleichterung. Die Älteren von Ihnen wissen es wahrscheinlich noch, wie schwierig das war, wenn man für eine Bachelorarbeit und damals eine Diplomarbeit oder eine Qualifikationsarbeit Literatur suchen musste. Oder der Computer selbst. Ne? Einige der Beispiele haben wir hier schon genannt. Wikipedia ist auch zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit. Und jetzt könnten wir ja, zumindest retrospektiv, können wir aus den Erfahrungen mit diesen Tools lernen.
Wir können zum Beispiel lernen, dass jede Innovation erstmal Licht und Schatten bringt. Also hat Potenziale, aber bringt auch Herausforderungen mit sich. Und wir können auch lernen, dass wir in Bezug auf diese Tools, die wir jetzt genannt haben, einfach gelernt haben, als Gesellschaft, als Menschen damit umzugehen und Entscheidungen getroffen haben, wie wir beispielsweise Suchmaschinen, wie wir Taschenrechner, wie wir Bücher nutzen wollen. Genau das Gleiche brauchen wir auch für Digitalisierung und für künstliche Intelligenz. Wir müssen Entscheidungen treffen, wie wir künstliche Intelligenz als Gesellschaft weitergedacht jetzt in Bezug auf das heutige Thema im Bildungssystem nutzen wollen. Jetzt nochmal kurz zurück zur Arbeit. Denn Arbeit ist insofern ganz, ja, etwas sehr Wesentliches für Menschen. Wenn Sie die Infas-Vermächtnis-Studie gelesen haben, mal reingeschaut haben, dann haben Sie festgestellt haben, 86% für der Deutschen ist die Erwerbsarbeit sehr wichtig. Also für die meisten Menschen ist Arbeit weit mehr als einfach nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern es ist auch ein Identifikationsmerkmal innerhalb der Gesellschaft. Denken Sie zum Beispiel nur daran, wie viele von uns einen Namen tragen, der den Beruf unserer Familie enthält. Also Schreiner, Schlosser, Müller, Wagner, Zimmermann, Fischer, Schneider, Bäcker und so weiter. Das heißt also, das Identifikationspotenzial der Arbeit ist für uns Menschen zentral. Und das wird auch in diesem 40 Jahre, das ist mittlerweile schon alt, in diesem 40 Jahre alten Lied Monopoly, Klaus Lager hat das gesungen, werden wir wahrscheinlich nicht kennen, aber mache ich immer ein bisschen Werbung gerne. Das ist ein ganz nettes Lied darin. Adressiert er nämlich seinen Vater und bedauert, dass der sein ganzes Leben lang nur der Arbeit gewidmet hat und dann durch den Computer abgelöst wurde. Wahrscheinlich Frührentner oder arbeitslos wurde. Das heißt, für die Menschen, für die Menschheit, für die Gesellschaft ist es vielleicht eine Erleichterung, wenn es bestimmte Jobs nicht mehr gibt. Aber, also wenn zum Beispiel Roboter in gefährliche Chemikalien tauchen und das nicht mehr Menschen tun müssen. Aber der ausgebildete Industrietaucher zum Beispiel, der verliert seinen Platz in der Gesellschaft und muss umschulen. Das ist natürlich nicht begrüßenswert. Was dieser etwas angestaubte Songtext aber auch, was an diesem angestaubten Songtext aber auch interessant ist, ist, dass Wolf Mahn, der diesen Songtext geschrieben hat, zwar vielleicht ganz gute Songs schreiben kann, aber er hat, wie viele Menschen, wie viele andere Menschen auch, leider echt keine Ahnung von Technik. Denn das englische Wort für Silicon Valley, kennen Sie alle, bedeutet im Deutschen nämlich Silizium. Auch das kennen wir aus dem Physik- oder Chemieunterricht. Aber nicht Silikon. Silikon ist das, auch das kennen Sie, womit man Duschwamm zum Beispiel abdichtet oder Fensterrahmen. Und was will ich damit sagen? Warum bringe ich dieses komische Beispiel mit diesem komischen Songtext? Was deutet auf ein technologisches und auf ein technisches Unwissen hin, das in unserer Gesellschaft, ich würde mal sagen, fast salonfähig ist? Und das stört mich. Ich gebe Ihnen mal ein paar weitere Beispiele. Um damit zu zeigen, wie verbreitet dieses technologische und technische Unwissen ist. Im Berlin-Tatort wurde, vielleicht haben Sie ihn zufällig gesehen, mit Hilfe eines Kaffeeroboters, das ist hier, ein Mord verübt. Und es hieß, dass man diesen Roboter digital kurzgeschlossen hätte. Sie lächeln, genau, also ziemlicher Blödsinn. Ich ärgere mich dann manchmal, dass von dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dann offensichtlich so wenig geblieben ist, dass man das so sagen kann. Aber auch so ganz alltägliche Aussprüche von
Kolleginnen oder Kollegen, mein Internet geht nicht oder mein Computer will gerade nicht so wie ich und so weiter. Und Neuland kennen Sie auch, aber das erwähne ich erst gar nicht, zeigen schon ziemlich deutlich, wie salonfähig dieses technische Unwissen, dieses technologische Unwissen ist. Wir können also als Antwort auf die Eingangsfrage, also wie beeinflusst KI unsere Gesellschaften und unseren Umgang mit Wissen, was bedeutet das für uns, die Gesellschaft und das Bildungssystem, nun nach diesem kleinen technologisch-soziologischen Blick in unsere Gesellschaften als erste Erkenntnis festhalten, dass KI unsere Kommunikation und Kollaboration, unser Umgang mit Wissen und so weiter beeinflusst und damit unsere Gesellschaften und Kulturen vermittelt. Erinnern Sie sich an die Arbeitshypothese zur Bildung? Da sind wir bei uns heute. Und dieses reflexive Spiel, dieses reflexive Wechselspiel mit Umwelt ist eben, Umwelt ist unser Partner, der entsprechend durch Digitalisierung, durch Mediatisierung, durch KI geprägt wird. Das heißt also, als erste Konsequenz kann ich festhalten, dass wenn KI unsere Welt verändert, wovon wir ausgehen, wir sie alle irgendwie einschätzen können sollen. Das heißt, wir alle ein grundlegendes Wissen über Digitalisierung, Mediatisierung, KI benötigen. Und aus meiner Sicht funktioniert das am besten mit einer um digitalisierungsbezogenen Aspekte erweiterten Linie. Damit wäre sozusagen die Verbindung aus informatischer Bildung und Medienbildung. Lassen Sie uns nochmal konkret in die detaillierten Blick in die möglichen Potenziale und Herausforderungen in Schule und Hochschule werfen. Und da habe ich noch zwei weitere Punkte dazu genommen, die gesellschaftlich ganz interessant sind, jetzt gerade in Bezug auf die KI, wie wir sie hier und heute verstehen, nämlich textgenerierende und bildgenerierende Systeme, und das wären dann in dem Moment Contentproduktion bzw. Reproduktion, die Informationsrecherche, die Schule und dann eben auch die Hochschule, wie ich ja gehört habe, haben Sie das entsprechend letzten Montag auch schon diskutiert, und ich denke, da kann man ganz gut auch genau daran anknüpfen. Wenn Sie wollen, machen Sie einfach mit und ergänzen Sie, weil ich habe hier tatsächlich nur so mal so schlaglichtartig ein paar Potenziale und ein paar Herausforderungen zu benennen, habe ich hier mal ein paar ausgewählt, die wir jetzt diskutieren können, aber es gibt natürlich noch weitere, die Sie dann gerne ergänzen können auch. Zunächst mal zu den Potenzialen. Und, das erste Beispiel widmet sich der Content-Produktion als gesellschaftliche Aufgabe. Und da muss man zunächst mal sagen, und diese Erfahrung haben Sie bestimmt alle gemacht, wenn man mit textgenerierenden oder bildgenerierenden Systemen arbeitet, beispielsweise bei der Möglichkeit, mit Prompts, also mit einfachen Texten, Bilder zu erstellen, das ist faszinierend. Also so schnell sind Profis nicht einmal mit Photoshop. Und bei Texten ist es ähnlich. Das heißt also, wenn es um die Content-Produktion geht, dann machen uns diese Systeme erstmal ordentlich was vor. Vielleicht sind einige von Ihnen auch, beschäftigen sich einige von Ihnen auch mit Programmcode verfassen. Und das ist ebenfalls faszinierend, wie schnell diese textgenerierende KI nicht nur Programme schreiben kann, sondern auch Fehler finden kann. Also was wirklich häufig richtig Arbeit ist, wenn man einfach ein Programm verfasst hat und diesen compilen möchte, aber einfach diesen Fehler nicht findet. Was Sie gelesen haben, letzte Woche eine US-amerikanische Studie fragte bei Programmiererinnen und Programmierern nach, wie viele von Ihnen nutzen textgenerierte KI zum Programme verfassen und zur Fehlersuche, und das waren 98%. Nutzen das, um sich selbst die Arbeit zu vereinfachen. Das ist total sinnvoll. Herausforderung wird hier natürlich sein, dass sich die Jobprofile ändern. Also man wird wahrscheinlich
so viele Texterinnen und Texter, so viele Werbetexter, so viele Grafikerinnen und Grafiker, wird man auf lange Sicht wahrscheinlich nicht brauchen, wenn diese Arbeit zunehmend ein KI-System machen kann. Dann werden ein Werbetexter, wenn ein Grafikerin, Grafiker natürlich in der gleichen Zeit, ja, wie viel? Und zwar, was die Werbeslogan angeht, da wird ja oft Humor mit verbaut, also das, was den Menschen anspricht. Ist da die KI stark drin oder ist es auch wieder eine Sache der Kreativität? Das haben Sie bestimmt selbst auch schon probiert. Also ChatGPT ist da relativ schwach drin. Vielleicht haben Sie das mal probiert. Also ich habe das natürlich so in der anfänglichen Begeisterung im Dezember letzten Jahres, da ich ein paar Weihnachtslieder, ein paar Weihnachtsgedichte, auch Witze mal generieren lassen, und ChatGPT ist da einfach nicht speziell. Also das ist sozusagen nicht die Stärke von ChatGPT. Jetzt muss man aber sagen, dass das natürlich keine generelle Aussage ist über textgenerierende KI. Also die Stärke von ChatGPT war in dem Moment einfach eine andere, konzeptionell. Das hat natürlich auch was mit den Texten zu tun, die in diesem Large Language Model hinterlegt sind. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine textgenerierende KI gibt, die wirklich gute Witze produzieren kann. Aber letzten Endes werden wir das, was wir Menschen können, nämlich der kreative Umgang, das vielleicht Unerwartete, was ja häufig auch einen Witz ausmacht, ne? Das können wir nicht unbedingt von einer KI erwarten, es sei denn, wir haben sie entsprechend genau dafür. Erinnern Sie sich daran an das eine Beispiel, was der Markus Schmidt letzte Woche dabei hatte von Luminus? Kennen Sie die Bilder, also die Bilder, die Luminus auf tweetet? Super cool. Und wirklich so, guckt man an und dann kommt irgendwie so, also das ist halt sozusagen der Prompt, den Luminus kriegt, ist this is funny because. Und dann interpretiert es dieses Bild. Und da sind wirklich gute Sachen dabei. Also da habe ich schon so ein paar Mal erstmal kurz nachgedacht und dachte, krass. Also ich gebe Ihnen recht zum Teil, aber da war ich echt überrascht. Gerne, also gucken wir an. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja. Was wir natürlich noch haben, also als um jetzt einfach mal die Herausforderung noch weiter zu nehmen, wir haben uns ja kurz darüber unterhalten, wie die Funktionsweise von Large Language Models, also wie funktionieren textgenerierte KI. Da haben Sie sicher schon was von den Halluzinationen gehört. Mag jemand von Ihnen erklären, womit es sich bei diesen Halluzinationen auf sich hat? Ich kann es gerne auch machen, aber vielleicht mag es jemand von Ihnen erklären. Sind Halluzinationen natürlich nichts vergleichbar mit dem, was wir Menschen halluzinieren? Ne? Was verstehen InformatikerInnen unter Halluzinationen von? Einfach unwahre Informationen, die die KI generiert, ja, weil ihr, jetzt kommt schon die Begründung dazu, es an Informationen fehlt, an fundierter Information, und sie, weil sie halt was generieren muss, ja, genau. Also das heißt letzten Endes, das Ergebnis ist ein nicht korrektes Ergebnis. Das heißt also, auf eine Frage gibt die KI eine Antwort, weil sie davon ausgeht, dass sie eine Antwort geben muss. Und diese ist nicht korrekt. Sie weiß allerdings nicht, dass sie nicht korrekt ist, weil sie im Prinzip ja nur, wie ich es vorhin eben sagte, aus diesen unglaublich großen Textmengen nach statistischen Analysen, ähnlich wie Clusteranalysen zum Beispiel, also aus diesem umfänglichen Material für sie üblicherweise sinnergebende Texte generiert, die aber nicht unbedingt für uns korrekt sein müssen. Das ist also eine übliche Kombination, also im Prinzip eine übliche
mögliche Kombinationen nachahmt. Das ist im Prinzip auch die Erkenntnis daraus, warum eine KI, also eine textgenerierende KI, eine bildgenerierende KI, niemals auch etwas Eigenes erstellen kann, sondern immer nur etwas reproduziert. Also auch aus etwas Vorgegebenem etwas Neues macht. Das kann man wirklich, kann man bei Midjourney kann man das ganz gut sehen. Bei bildgenerierender KI, wenn man dann entsprechend Bilder neu arrangiert nach bestimmten Prompts. Und ähnlich, was wir da entsprechend visuell sehen können, ähnlich funktioniert es eben auch in Bezug auf Texte, aber sorgt eben dafür, dass die Ergebnisse von textgenerierender KI nicht unbedingt auch für uns Menschen sich vorstellen müssen und jetzt einen Wahrheitsanspruch genügen würden. Ja, das ist das Problem. Dass ganz viele auch schon auf die falsche Fährte geführt haben. Da habe ich gleich noch ein Beispiel für Sie. Wenn es zum Beispiel um Recherche geht, von Informationsrecherche. Was aber ganz interessant ist, ist zum Beispiel, dass man mit bildgenerierender KI auch Stereotypen aufdecken und deutlich machen kann. Zum Beispiel ist es so, dass das Beispiel, das Sie hier sehen als Bild, ist, wenn Sie Flugbegleiter, also die männliche Form von Flugbegleiter, eingeben, dann zeichnet Ihnen Midjourney oder eine andere bildgenerierende KI üblicherweise eine Frau. Weil die Bilder, die Sie üblicherweise unter dem Stichwort Flugbegleiter in der besetzten Stewardess findet, eben weiblich sind. Und da stecken natürlich ganz interessante Stereotype, die in den Datenmaterial stecken, in den Datenmaterial, das wir natürlich als Gesellschaft verwenden. Und hier zum Beispiel, würde ich sogar als Potenzial benennen, zeigt die KI diese Stereotype auf. Aber erstmal ist natürlich ein Problem, dass diese Stereotypen existieren. Schauen wir weiter. Wie gesagt, so ein paar Fragen, die ich da einfach muss. KI in der Informationsrecherche. Das Interessanteste wahrscheinlich in Bezug auf Informationsrecherche ist, dass auch ChatGPT, ein dialogbasiertes System, nicht dafür ausgelegt ist, dass wir dann suchen können. Einfach schon allein aufgrund dessen, dass OpenAI, um die Schwierigkeiten zu vermeiden, denken Sie an Tai zurück, ne? Um die Schwierigkeiten zu vermeiden, dieses Large Language Model entsprechend auf den Datenbestand von 2021 beschränkt hat. Das heißt also, für eine aktuelle Suche, wenn Sie zum Beispiel eingeben, wer ist deutsche Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, dann werden Sie von ChatGPT die Antwort bekommen, Angela Merkel. Wenn Sie dann nachfragen, dann wird sie sich korrigieren. Aber da müssen wir auch nicht unbedingt entsprechend Halluzinationen. Das heißt also, es gibt keine, zumindest aktuell noch nicht, keine direkte Schnittstelle zum aktuellen Datenbestand. Das heißt aber grundsätzlich, und da denke ich konzeptionell sind diese Dialogsysteme sehr gut dazu geeignet, unsere Suche zu revolutionieren. Und das ist auch der Grund, warum Alphabet, also die Mutter hinter Google, und alle anderen Tech-Firmen gerade sehr, sehr interessiert daran sind, auch KI in ihre Suchen, zum Beispiel Bing, auch einzubauen, weil es unsere Suche revolutionieren wird. Weil aktuell suchen wir nach einem bestimmten Begriff und dann bekommen wir eine Ergebnisliste. Und häufig ist es dann so, dass wir dann denken, ach nein, ich meinte doch. Ja. Und diese Möglichkeit haben Sie dann, wenn Sie mit einem dialogbasierten System arbeiten. Das heißt, man kann die Suchergebnisliste, kann man entsprechend dann nochmal nachfiltern lassen über eine Nachfrage. Das meine ich hier eben mit Fragen und Nachfragen. Und das Gleiche, was wir vorhin auch diskutiert haben in Bezug auf Text to Image, als ein Problem, nämlich dass diese Stereotype, wie wir vorhin mit der Flugbegleiterin bzw. dem Flugbegleiter hatten, kann man hier entsprechend aufdecken.
über diese Möglichkeit, also meine positiv gewählt. Eine Herausforderung wird aber wahrscheinlich sein, die Uniformierung von Wissen. Da haben wir in Bezug auf die Suchmaschinen schon häufig schon erste Aspekte, die wir darin erkennen können, nämlich dieses Mein-Prinzip. Also man gibt eine Frage oder man tippt manchmal nur wenige Buchstaben und dann kommt entsprechend die Frage. Es wird immer interessant, was da kommt. Aber auch wenn man weiterschaut, eigentlich führt es dazu häufig, dass wir vielleicht nicht weiterdenken, sondern dann einfach klicken, ja, wird schon passen. Und jeder Klick natürlich auf diesen Vorschlag nochmal stärker macht mit dem Algorithmus. Das heißt also nochmal die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand anderes, der noch was Ähnliches sucht, auch wieder dieses Ergebnis bekommt. Und das meine ich mit der Uniformierung von Wissen. Das heißt also, dass wir für die kleinen und für die weniger vielleicht speziellen Fragen, zum Beispiel, das wird Ihnen homogen, wenn Sie wissenschaftliche Quellen versuchen, für Ihr Studium mit Google zu finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das liegt einfach nur daran, nicht, dass Google es nicht finden würde. Google findet das auf irgendeiner so Seite 200 oder Seite 250, sondern es liegt eher daran, dass die meisten derjenigen, die diese Suchmaschine auch nutzen, eben nicht für wissenschaftliche Kontexte suchen. Und deswegen auf ganz andere Suchergebnisse klicken, die dann entsprechend höher gerankt werden und die auf den vorderen Seiten stehen. Da gibt es zum Beispiel bessere Suchmaschinen. Aber so ein solcher Effekt kann natürlich dann in dem Moment auch passieren, wenn wir mit dialogbasierten Systemen machen und das nochmal verstärken. Was es natürlich dann auch für gezielte Desinformationen, sogenannte Fake News, nochmal leichter macht. Denken wir nochmal weiter, also gefakte Bilder, die man jetzt einfach das Bild vom Papst und werden noch in Erinnerung, das hat Ihnen ja gar nicht gezeigt. Wenn es so einfach wird, gefakte Bilder herzustellen oder auch Deepfakes, den Begriff kennen Sie auch, also das heißt Videos, in denen man durch relativ einfache Mittel die Akteurinnen und Akteure einfach austauschen kann. Was bedeutet das fürs Netz und was bedeutet das für Glaubhaftigkeit im Netz? Auf welchem Bild können wir noch vertrauen? Welchem Video? Vielleicht haben Sie es gehört, es gab auch einige Deepfakes im letzten Jahr, glaube ich, hat ein gefälschter Zelensky ein Interview, ein Telefonat, ein Videotelefonat mit dem Bürgermeister von Wien und der damaligen Bürgermeisterin von Berlin geführt. Das war letzten Endes was ein Deepfake. Was macht das mit uns und was macht das mit unserem Umgang mit Wissen, wenn es so einfach wird, Bilder, die auf uns einfach anders als Text, oder Texten haben wir eine viel längere Geschichte, da haben wir gelernt, Texte zu hinterfragen. Aber Bilder wirken auf uns direkter, weil Bilder kennen wir aus der Natur. Und was bedeutet das gerade auch für uns und für das Bildungssystem, wenn wir zunehmend auch Bildern nicht mehr vertrauen können? Aber ist das nicht eine Frage unserer Generation? Ist nicht die junge Generation, ich versuche mich jetzt gerade nochmal an Ihre Definition von Bildung zu erinnern, aber wenn wir diese Selbstreflexion, die ist mir halt im Kopf hängen geblieben, also wenn wir die annehmen und wenn wir jetzt eine junge Generation haben, jetzt gehen wir mal, also Sie sind auch jung, aber ich gehe jetzt mal noch ein bisschen jünger sozusagen, die jetzt, keine Ahnung, 12, 14, 16-Jährigen, die jetzt in einer Welt aufwachsen, wo sie grundsätzlich erstmal den Wahrheitsgehalt eines jeden Bildes anzweifeln müssen. Oder sie gehen halt von einer anderen Grundvoraussetzung aus. Das ist die Konsequenz. Ja. Aber ich glaube, für die, also, ne, das war das. Also aber wir müssen es lernen. Wir müssen es, also, wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen habe, dann
war immer das sehr, sehr relevant, was in der Zeitung stand. Ja. Also, wir haben dann gesagt, hier, wenn es um Diskussionen ging, so typische Diskussionen zwischen Oma und Opa und Enkel, ne, Sie kennen das wahrscheinlich, so gesellschaftliche Diskussionen, und dann hieß es, steht aber hier in der Süddeutschen. Ja? Und das für meine Großeltern war das, was als Text irgendwo stand, war entstanden. Im wahrsten Sinne. Und das ist genau der Effekt, den wir lernen müssen. Das heißt, wir heute haben gelernt, dass wir Texten, je nachdem, in welcher Zeitung sie auch stehen, welche politische Prägung sie entsprechend haben, dass wir Texte hinterfragen. Ganz selbstverständlich. Und genau das müssen wir in Bezug auf Bilder lernen. Aber das ist erstmal ein Prozess. Und damit eine Bildungsaufgabe. Ja. An was ich das Ganze erinnert, ist, das, was wir ja tagtäglich erleben, wenn wir auf Instagram unterwegs sind, wir liken etwas, wir geben also erste Neigung und Preis und dann scrollen wir weiter und der Algorithmus ist so schnell, dass er schon die Werbung schaltet, die wir dann kriegen wollen und wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir auch zugreifen. Also nach dem Prinzip Attention, Interest, Desire und dann Action wäre dann ein Klick auf den Link. Und das ist ja schon so ausgeklügelt, dass man sich fragen muss, unabhängig von der Bildung, sondern von der Entscheidungsfindung. Wann ist der Mensch überhaupt noch in der Lage, selbst zu entscheiden? Und wann gibt es irgendein Unternehmen, irgendeinen Menschen, den der Algorithmus gehört, der entwickelt hat? Und ich habe die Entscheidung aufgrund diesen Algorithmus getroffen. Also, das ist ja, glaube ich, dann auch die Frage, ich weiß nicht, ob sie Tech-Unternehmen sind, und da, also wie Instagram, also Facebook, oder weitere Institutionen, die diese Algorithmen überwachen. Aber ich glaube, darum geht es in der Zukunft auch in Bezug auf Bildung jetzt. Also nicht Marketing, sondern Bildung, dass man danach sehen muss, dass die Leute, die diese Algorithmen entwickeln, die diese ganzen Entscheidungsfindungen kontrollieren können, dass die auch die Menschenrechte und die Ziele einer Nation berücksichtigen. Im Sinne von, wir haben einen Lehrplan, wir haben hier die Herausforderung in unserer Gesellschaft. Ein guter Punkt, ja. Darauf werden wir gleich kommen. Ich möchte nämlich ganz gerne mit Ihnen drei Lösungsansätze diskutieren. Und dieser Ansatz, den Sie gerade genannt haben, das ist Lösungsansatz 2. Da gibt es noch zwei weitere. Und das ist tatsächlich dieses Normieren, dieses, was wir vorhin auch hatten, unter dem Aspekt, sehr knapp zusammen, wir müssen es gestalten, also wir müssen gesellschaftlichen Konsens dafür finden, was wir wollen, was darf keiner, was soll keiner. Und was entsprechend im übertragenen Sinne, Sie haben jetzt gerade einen Algorithmus angesprochen, der uns entsprechend in Social Media Plattformen halten soll. Ja, was sich dahinter verbirgt, ist natürlich das Interesse der Plattformbetreiber, uns möglichst lange auf der Plattform zu halten, damit sie uns entsprechend die Werbung präsentieren können. Das ist die Idee. Je länger wir bleiben, desto mehr Geld wird damit verdient. Das ist sozusagen das, im Prinzip das Geschäftsmodell. Aber allein das Wissen darüber ist schon hilfreich. Und auch das wiederum ist eine interessante Bildungs- und wichtige Bildungsaufgabe. Ich kann Ihnen hier noch ein Beispiel von einem US-amerikanischen Rechtsanwalt erzählen, der nämlich auf diese Halluzinationen reingefallen ist. Der Fall war folgender, dass ein Fluggast wurde von diesen Trolleys, die im Flugzeug das Catering machen, wurde verletzt. Der hatte irgendwie den Fuß raus und der Flugbegleiter ist da mit diesem Trolley gegen den Fuß gefahren. Der wurde entsprechend verletzt und wollte dann eigentlich gegen die Fluggesellschaft klagen, hat es aber nicht gemacht. Der Anspruch war dann verjährt. Kläger ging dann zu diesem Anwalt und hat diesen Anwalt gebeten, doch seine Ansprüche durchzusetzen, weil er sich wahrscheinlich in die Gesellschaft geärgert hat. Und jetzt hat der Anwalt Fälle gesucht, in denen die Verjährung nicht gültig war. Und das ist eine Besonderheit des US-amerikanischen, beziehungsweise des
in den USA gibt es das sogenannte Case Law. Das heißt also, es wird nicht durch den Richterspruch entschieden, sondern man vergleicht ähnliche Fälle, die ähnlich gelagert waren, und daraus wird Recht gesprochen. Das heißt also, er braucht, das ist viel Arbeit, das kennen Sie aus den Anwaltsserien, aus den US-amerikanischen, da sitzen immer die ganzen Anwältinnen und Anwälte sitzen zusammen und blättern und entsprechend die Fälle durch. Das kommt eben genau aus diesem, das kommt nämlich genau aus dem Case Law. Also kostet Geld, ist aufwendig. Und aus diesem Grund hatte dieser kluge Anwalt, also klug in Anführungszeichen, gedacht, frage ich doch mal ChatGPT. Und hat ChatGPT gefragt nach Beispielen, und ChatGPT hat ihm eine ganze Reihe von Beispielen von Fällen gegeben. Und diese hat er entsprechend eingereicht. Und die Verteidigung, also von der Fluggesellschaft, die hat dann festgestellt, dass es sich komplett um gefakte, also einfach erfundene Fälle handelt, die so echt waren, dass der Anwalt es nicht gemerkt hat. Bisschen auch mit eigenem Aktenzeichen, bisschen auch sozusagen die übliche Rüge, die wir dafür, solchen Fallakten entsprechend aufgewendet haben. Also richtig gut gemacht. Warum? Wir wissen das alle, ja, weil die KI das entsprechend einfach nachahmt, einfach nur reproduziert. Und da hat sie entsprechend reproduziert und ordentlich halluziniert. Was der Anwalt aber nicht gemerkt hat, also hätte er einmal das gemacht, was ganz selbstverständlich ist in seinem Job, einmal dieses Aktenzeichen einfach nur eingegeben und geschaut, was gibt es denn in der Originalakte noch dazu. Hat er nicht gemacht. Dann hätte er gemerkt, das ist komplett fake, weil das ist Halluzination. Worauf will ich hinaus ist, sowas müssen wir im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn der Anwalt wüsste, wie eine textgenerierende KI funktioniert, ganz grob zumindest, dann hätte er sowas nicht gemacht, beziehungsweise er hätte dann entsprechend nachgeforscht, weil er wüsste, dass Halluzinationen möglich sind. Nicht ganz das amerikanische System verstanden. Der hätte nur danach geforscht, wenn er damit gerechnet hätte, dass es ihm die Verteidigung widerlegt. Weil amerikanischen Anwalt, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, kommt es nur auf die Zahl der Verurteilungen und der Erfolge an. Die müssen auch nicht die Wahrheit sagen. Die dürfen auch lügen und sie tun das auch. Und das greift ihnen auch niemand an. Lügen dürfen nur die Zeugen nicht. Also es ist ein bisschen so wie bei Facebook. Sie wollen die Leute auf der Seite halten, das ist ihr Lebenszweck. Und so ist es beim Anwalt die Aufgabe zu gewinnen. Ja. Also die Frage der Wahrheit stellt sich und zwar nicht für die, sondern nur die Frage, komme ich durch da damit. Das heißt, sie würden durchaus ein halluziniertes System akzeptieren, wenn es so gut halluziniert, dass die Gegenseite es nicht rauskennt. Ja, also diese Bashing und Kritik, aber habe ich kürzlich was dazu gelesen. Wenn die Gegenseite natürlich nur ein Aktenzeichen angeben muss und findet dazu nichts, dann hat sie natürlich ein leichtes Spiel. Ja. Und das ist natürlich, also so, was ich sagen wollte, war, dass nämlich gerade in Bezug auf, also Anwalt zu sein in den USA heißt wirklich jemand, der wirklich gut recherchieren kann. Und wer dann nicht mal recherchiert, der sozusagen nicht mal dann das Handwerkszeug, das eigene Handwerkszeug beherrscht, das ist ja natürlich dann schwierig. Aber eben nur ein Beispiel von vielen, und wir wollen ja noch zu den Lösungsbeispielen, die ich gesprochen habe, kommen. Also eines der Beispiele, was zeigt, dass Halluzinationen ja durchaus auch problematisch sein können, wenn wir uns entsprechend blind darauf verlassen. Lassen Sie uns einen Blick in die Schule werfen. Und da fällt mir als Potenzial ein, aber vielleicht fallen Ihnen noch weitere Dinge ein. Erstmal ein unglaublich geduldiger Sparringspartner beim Lernen oder auch beim Hausaufgaben machen ist so ein Pädagog-Bot. Genial. Der wird nie müde und den kann man immer weiter fragen. Ich habe das, wie gesagt, ausprobiert mit meinem Neffen. Das hat wunderbar funktioniert. Die Herausforderung ist aber natürlich,
Und das Ganze stützt natürlich den Umgang auch jetzt im Unterrichtskontext, zum Beispiel im Umgang mit Heterogenität. Also wenn beispielsweise die Lehrerin, der Lehrer die Möglichkeit hätte, nicht nur immer Frontalunterricht zu machen, sondern die Kinder und Jugendlichen mit im Board arbeiten zu lassen, selbstständig arbeiten zu lassen und nur an den Punkten entsprechend helfen kann, an denen die KI selbst an die Grenze kommt, würde durchaus nochmal einen besseren Umgang mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler machen. Und entsprechend die Lehrerin erreichen. Das meine ich mit dem Umgang mit Heterogenität. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, nämlich die allererste, es liegt nahe, das Denken dann nicht der Maschine zuzulassen. Und das kennen wir auch alle, gerade in Bezug auf die Schule. Der Taschenrechner ist ja vorhin als Beispiel schon gefallen. Es war schon verführerisch, ne? wenn man die Aufgaben hatte, einfach einen Taschenrechner zu nutzen und diese durchzurechnen. Und trotzdem aber, vielleicht erinnern Sie sich daran, vielleicht kennen Sie es hier aus dem Studium auch, den Hinweis Ihrer Professoren oder Ihrer Lehrerinnen und Lehrer, man muss es aber selbst kontrollieren können. Man muss das Ergebnis, das was der Taschenrechner einem dargibt, selbst kontrollieren können. Kritisch hinterfragen können. Und das wird in Bezug auf KI und gerade im Umgang mit umfänglichen Datensätzen natürlich nicht leichter. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Hochschule werfen. Darüber hatten Sie ja schon noch diskutiert. Erheben es noch wesentlicher, dass wir das Denken nicht nur der Maschine überlassen. Eine Herausforderung ist auch, und das wird immer wieder diskutiert, gerade in Hochschulen und Universitäten, das ebbt nicht ab, ist das Überdenken tradierter Prüfungsformen. Wenn Sie mich fragen, steckt darin aber auch eine Chance. Weil wären diese Prüfungsformen nicht ohnehin überfällig? Also zum Beispiel Klausuren waren eigentlich gerade im geisteswissenschaftlichen Kontext, gerade im sozialwissenschaftlichen Kontext, sind sie eher eine Notlösung. Wenn man eine große Veranstaltung hat, das organisiert man halt mit einer Klausur. Aber eigentlich ist dieses Bulimie-Lernen, dieses Auswendiglernen ja eigentlich nicht das, was wir uns an Hochschule oder auch an Universität wünschen. Also, wie wesentlich sind da noch diese Kompetenzen, die wir entsprechend durch Klausuren abfragen? Was ich spannend finde wiederum als Potenzial, ist auch da wieder ein interessanter Sparringspartner für das Selbststudium. Und auch da wieder die Möglichkeit, mit sehr heterogenen Gruppen umzugehen. Und streng genommen ist ja jede Gruppe heterogen. Denn jede und jeder lernt anders, lernt individuell, mit einer individuellen Geschwindigkeit. Und da finde ich ein ganz schönes Beispiel, das ich Ihnen mal als exemplarisch zeigen möchte. Vielleicht haben Sie davon auch schon gehört oder darüber diskutiert. Das DFKI, das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Rostock und Fraunhofer, arbeiten zusammen in diesem Projekt Voluprof. Die Idee ist eine Mixed Reality Professorin, Professor. Das heißt also, kann man sich so vorstellen, man hat eine Großvorlesung und Studierende könnten dann diese Vorlesung individuell anhalten und Fragen stellen und erleben dann ihre Professorin, ihren Professor, wie sie oder er ihnen diese Fragen beantwortet. Dahinter steht natürlich dann eine Text- bzw. Bildgenerierende KI. Ist noch im Aufbau dran, aber ich glaube, das ist ein Projekt, das ja gerade für eine individuelle Unterstützung in sehr großen Veranstaltungen wirklich sehr wünschenswert sein kann. Wenn wir also jetzt mal die aktuellen Herausforderungen uns im Weitwinkel anschauen, dann kann man sagen, Kreativität kann unter so einer Uniformierung von Wissen und verstärkten Machtverhältnissen leiden. Darauf wollte ich hinweisen. Technik trägt erstmal, jetzt im speziellen Fall KI, trägt erstmal zu einer Reproduktion bei und unterstützt damit die bestehenden Machtverhältnisse. Es hat einen Verstärker.
Er stärkt aber nicht unbedingt das Neue, Unbekannte, das Kreative, sondern im Wesentlichen die Mehrheitsmeinung, also das Bekannte. Das hatten wir ja gerade schon am Beispiel der Suchmaschinen uns angeschaut. Trotzdem ist KI keine Bedrohung für die Wissenschaft. Denn selbst Large Language Models können nur das denken, was eigentlich schon gedacht wurde. Wissenschaft ist aber der Ort für das noch Ungedachte. Also nur anders denken, könnte man sagen, ist Wissenschaft. Die Frage, die mich heißt, könnte doch vielleicht die KI übernehmen. Also unterm Strich würde ich sagen, KI wird die Welt verändern, wie andere Medien- oder Technikinnovationen zuvor auch schon. Fraglich ist nur, das hatten wir vorhin schon als Quintessenz, wie wir diesen Wandel aktiv gestalten. Und dazu habe ich Ihnen ja auch schon versprochen, drei Lösungsansätze. Erster Lösungsansatz, Explainable KI. Eine Möglichkeit, Meta- und Zusatzhintergrundinformationen dazu zu erhalten, zu der Frage, wie die KI zu dem Ergebnis kam, zu dem sie gekommen ist. Im übertragenen Sinne wäre es ein Taschenrechner, der Ihnen den Rechenweg zeigt. Das ist, denke ich, eine der wesentlichen Forderungen. Gleichzeitig aber auch, man könnte sagen, ein Quick Win, weil daran, das ist kein neuer Forschungszweig in der Informatik, sondern das ist tatsächlich eine etablierte Forderung. Aber hat natürlich Grenzen, denn gerade beim Deep Learning, neuronaler Netze, haben wir natürlich jetzt auch mit der Komplexität zu tun, gerade aufgrund der großen Datenmengen, die, wenn sie für Menschen schwierig zu verstehen sind, wie Big Data, sind sie natürlich auch entsprechend, wenn sie sehr komplex sind, schwierig darstellbar. Irgendwann auch erreichen sie eine Komplexität, die wir vielleicht ja nicht mehr unbedingt so reduzieren können, dass sie entsprechend nachvollziehbar sind. Und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Effekt, dass wir bei der Nachvollziehbarkeit uns immer von Technik abhängig machen. Das heißt also, sollten da gewisse Halluzinationen sein, dann können natürlich auch die Halluzinationen in der Interpretation des Rechenwegs bzw. der Erklärung, wie die KI zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das erhöht unsere strukturelle Abhängigkeit von Technik. Nennen wir uns noch einen zweiten Lösungsansatz, den Sie vorhin schon stark gemacht haben. Nämlich da immer, wenn Explainable KI an ihre Grenzen stößt, brauchen wir gesellschaftliche Normierung und Ordnung. Ethische Grundsätze. Vereinbarung. Und da gibt es gerade schon einiges. Da ist ja einiges passiert. Wir haben uns vorhin auch schon über das KI-Moratorium kurz unterhalten, was dann einige gefordert haben. Ich finde es erstmal ein bisschen merkwürdig. Vor allem, wenn dann entsprechende Tech-Giganten ein KI-Moratorium fordern, dann denkt man ja, okay, ihr wollt ja eigentlich nur selbst euch selbst eigentlich nur ein bisschen weiter bringen. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das fordern, dann wundert es tatsächlich auch, weil wir tatsächlich in Bezug auf die KI-Forschung da schon ein bisschen weiter sind, auch in Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz, also ob das nicht einfach nur eine politische Forderung ist, was vielleicht einigen Menschen zu viel geht. Aber hier habe ich eben ein paar Beispiele zusammengetragen, die zeigen, dass es da durchaus Normierungstendenzen und Regelungstendenzen oder auch Verbote gibt. Und irgendwie, jetzt gerade aus medienpädagogischer Sicht, ist das eine ganz interessante Entwicklung, weil eigentlich jede Medieninnovation und jede Technikinnovation genau diese Ergebnisse, also genau diese Verbote, diese Ängste auf der einen Seite und dann eben die Verbote, die daraus erwachsen, nach sich gezogen hat. Und da kann man so ein paar Beispiele einfach noch zur Illustration. Also wer von Ihnen hat Angst vor der Bahn oder hohen Geschwindigkeiten? Und heute empfehlen wir Kinder und Jugendlichen ja gerne mal ein gutes Buch zu lesen,
Aber tatsächlich war das nicht immer so. Experten waren im 19. Jahrhundert, dass Menschen ernsthaft Schaden nehmen können, wenn sie mit der Eisenbahn schneller als, Achtung, 30 Stundenkilometer fahren. 30 Stundenkilometer war nämlich die Geschwindigkeit, die man mit einem Pferd, wenn es richtig Vollgas gegeben hat, reiten konnte. Und alles, was schneller war als 30 Stundenkilometer, war entsprechend, ja, gruselig, hat Angst gemacht. Allen Ernstes hat sogar die Pariser Akademie der Wissenschaften die schnelle Bewegung von Reisenden mit einer folgenden Gehirnerkrankung, das sogenannte Delirium Furiosum, zusammengebracht. Das heißt also, wenn Menschen sich schneller als 30 Stundenkilometer bewegen, ist das definitiv schädlich. Und gerade mal 150 Jahre ist es her, dass das Lesen Auslöser und Gegenstand äußerst kritischer Diskussionen war, gerade in Bezug auf Romane. Da haben wir das Beispiel von Goethe, das heute sozusagen ein Klassiker der Weltliteratur ist, die Leiden des Jungen, Werther stand damals unter dem Verdacht, dass es ja, nicht nur von der Arbeit abhängt, sondern durchaus auch schädlich ist. Das sieht man, ja, ich weiß es nicht, aber zumindest die meisten würden sagen, dass das Literatur... Also Disziplinen werden, damals hat es ja aber natürlich zu einer Selbstmordwelle geführt und sag mal, diese Erkenntnisse daraus waren ja die Folge, dass man die Suizide heute nicht mehr kommuniziert und keine Nachahmer. Ja, aber würden Sie ernsthaft sagen, dass sich jemand nach dem Lesen von Die Leiden des Jungen Werthers heute umbringen würde? Nee, heute immer. Wahrscheinlich. Ich glaube es nicht. Aber Sie sehen, das heißt, so durchaus nicht jede Medieninnovation blieb frei von Ängsten und entsprechend auch verboten. Und der dritte Lösungsansatz, der liebe KI, zweiter Normierungen, ethische Grundsätze, Bildung. Warum nicht? Mein Lieblingsthema. Medialisierung, Digitalisierung, KI als Bildungsaufgabe, als Inhaltsaspekt und idealerweise in Kombination mit Medienbildung und informatischer Bildung. Und dann brauchen wir noch etwas weiteres dazu. Das ist eher so die der Inhaltsaspekt, das Wissen über Medien, das Wissen über KI, das Wissen über Digitalisierung. Ich glaube, was wir zunehmend auch brauchen, ist, wir müssen stärker zu Faktencheckerinnen und Checkern werden. Wir brauchen die Skills, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Nämlich zu überprüfen, zu hinterfragen. Das, was uns dargeboten wird, ist das entsprechend valide. Das führt zur Frage, was sind eigentlich genau die menschlichen Kompetenzen und Fähigkeiten? Also, und für welche Denkaufgaben brauchen wir oder könnten wir demnächst Maschinen benutzen? Maschinen sind zum Beispiel besonders gut, das hatten wir jetzt, wiederkehrende Aufgaben, Reproduktion, Produktion, Speichern und Wiederfinden, während es Menschen eher für das kreative Gestalten stehen, finden können, neues Denken. Aber auch Care-Aufgaben, Erziehung und Bildung. Und die Frage nach dieser sinnvollen Arbeitsteilung führt zur Frage, wer ist eigentlich die Chefin? Wer ist der Chef? Also anders gesagt, wer steht eigentlich im Mittelpunkt? Und interessanterweise war und ist es zum großen Teil immer noch die Technik. Und das ist historisch gewachsen. Haben Sie nämlich schon mal darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, eine wesentliche Fertigkeit ist, dass Menschen ein digitales Medium bedienen können sollen? Das ist häufig eine Antwort, wenn es um Medienkompetenz geht, dann wird Medienkompetenz häufig gerne mal auf die technische Bedienkompetenz reduziert, nämlich die Frage, die Kompetenz, ein Medium entsprechend zu aber bedienen, was da eigentlich drin steckt, interessant, oder? Also wir
bedienen ein digitales Medium. Das heißt, im übertragenen Sinne, wir dienen dem Medium. Das ist ja was total Verrücktes. Eigentlich ist es doch, soll es ein Werkzeug sein und soll uns helfen. Und das ist historisch gewachsen. Also, wenn wir da in die Industrialisierung schauen, in die Zeit der Industrialisierung, da war das primäre Ziel, das Band muss laufen. Die Maschine muss laufen, weil die Maschine war teuer. Das heißt also, Menschen mussten entsprechend zum jeweiligen Zeitpunkt vor Ort sein, damit die Maschine bedient werden kann. Wenn wir im IT-Bereich von Operatoren sprechen, ist genau das gemeint. Der Mensch dient der Maschine. Leicht eine verrückte Vorstellung. Davon müssen wir uns dringend verabschieden können. Und zwar umdrehen die Logik. Ziel sollte sein, dass die Technik um den Menschen dreht. Also Technik und entsprechend auch KI-Systeme sollen den Menschen unterstützen und bei der Erreichung seiner Ziele, ihrer Ziele entsprechend unterstützen. Also der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das ist der Punkt. Das erfordert aber trotzdem, dass der Mensch die Technik versteht, zumindest grundlegend, aber auch, dass die Technik mehr auch den Menschen verstehen kann, dass die Technik mehr um den Menschen lernt. Und das führt zu der implizit aufgeworfenen Frage dieser Ringvorlesung. Und damit mein Versuch, eine Antwort auf die implizit gestellte Frage: Soll KI unsere Kollegin oder unsere Partnerin sein? Mein persönliches Fazit wäre, aber darüber können wir gleich diskutieren: Als Werkzeug ja, auf jeden Fall, aber als Partnerin, als Kollegin eher nein. Aber wie gesagt, lassen Sie uns darüber sprechen. Jetzt erstmal herzlichen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.